Schönen guten Tag, Jungs und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb. Wir zocken heute Abend ein bisschen weiter The Last of Us Part 2. Ein bisschen spontan, hab gedacht, ja, mal Runde zocken heute Abend wäre vielleicht doch nicht verkehrt. Also, wer es mitbekommt und am Start ist, freut mich. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr hattet einen schönen Abend. Grüß dich, Heimblöd. Ja, habe ich gelesen, bin ich aber auch jetzt nicht so böse drum. Auf der einen Seite war es sowieso irgendwie so ein Stück weit abzusehen. Und auf der anderen Seite, ja, bin ich ja bekanntlich eher der Fan von Jedi und Sith und nicht so von Fliegern. Aber ein weiteres Star Wars Projekt, was den Bach runtergeht, was nicht gerade Mut macht bei dem Franchise. Hallo Anastasia. Hi, Micha. Ui, Scheiben, ja. Scheiße. Sei vorsichtig. Ich weiß gar nicht mehr, waren wir in Part 1 nicht auch irgendwo in einem TV-Sender oder sowas drin? Also, mal richtig hier hinsetzen. Wenn du so einen Raum findest, weißt du in der Regel schon, irgendwas wird abgehen. Oh. Ich weiß noch, hier geht gleich richtig die Post. Definitiv nicht, Tommy. Botschaft. Das ist gerade erst passiert. Meinst du, sie sind noch hier? Ich hoffe nicht. Bald die Augen offen. Das ist die zweite Fraktion, diese Kannibalen-like-Spinner. Teile. Okay, hier haben wir alles abgeräumt. Grüß dich, Benny, danke. Boah, wie krass, ey. Ja, ein bisschen Ablenkung war irgendwie ganz gut jetzt, glaube ich. Das hat sich nach Molotow angehört, glaube ich. Ja, war es auch, aber der ist schon voll. Also könnten wir Schockbombe bauen. Nehmen wir mal eine Schockbombe mit, schadet auch nichts.
Los, mir nach. Woher weiß sie denn, wo es so lang geht? Sie gibt hier völlig den Ton an. Oh nein! Da bin ich so lost. Muss ich jetzt wieder komplett aus? Oh, Mann, ich wollte das doch gar nicht. Ich wollte nur rüberspringen, ey. Rings of Power gucke ich später. Ja, habe ich schon geguckt. War heute tatsächlich so die erste Folge, wo ich nicht so begeistert war. Beziehungsweise ich war froh, weil das die erste... Was tropft denn hier von oben, bitte? Eine Leiche da oben. Wow. Das ist ja ein geiler Moment gewesen. Ist mir nur das Tropfen aufgefallen. Ja, heute war es sehr slow, aber heute war die erste Folge, wo jetzt wirklich, glaube ich, die nächsten Folgen richtig Fahrt aufnehmen. Ich habe nämlich so das Gefühl gehabt, bei dieser Folge... heute Shit. Haben wir uns so ein bisschen im Kreis gedreht. Das gefällt mir nicht. Wir sind ungeschützt. Wir müssen alles durchsuchen. Ich will Lia finden. Was? Spruch des Abends? Da steht Chanel an der Wand. Sei hier vorsichtig. Bin ich gerade stolz. Sie hat nicht echt gesagt, steht da Chanel an der Wand. Oh Gott, das könnte meine Schwester sein, echt. Ah! Bin ich stolz. Mann, was ist denn mit dem Chat, der hier andauernd weg ist? Ja, wir sind hier bei dem weltgrößten Mode- und Duftunternehmen in dem Last of Us-Universum. Oh! Ist sie neu? Nee. Achso, ich dachte, das wäre eine andere Pumpe. Nee. Dankeschön, Marco. Dir noch einen schönen Abend. Ey, keine Ahnung, was mit diesem Serverproblem hier die ganze Zeit ist. Aber hier ist andauernd... Sind die Kommentare weg? Ich gehe mir nicht auf den Sack jetzt hier, bitte. Jetzt noch zu Penny. Haben die bei euch bis 22 Uhr auf, oder was? Ja, hast du es so lange vor dir hergeschoben, oder konntest du nicht früher? Ich will erstmal hier gucken. Hat geschüttet, ja. Oh, da gibt's jetzt sogar Chanel. Ich kann nicht mehr, ey. Aber von Michael die Reaktion war absolut Gold. Bin ich stolz. Bekomme ich hier etwa jetzt endlich den Bogen? Was ist das? Das passt, der letzte Satz. Ich bin stolz auf dich, Dad. Apropos so ein Zufall, habt ihr das nicht manchmal auch, dass ihr findet, es gibt so creepy Zufälle? Also ein gutes Beispiel dafür ist, ich habe im Radio, ich habe kurz vorm Auto, habe ich so nochmal in mein Handy reingeguckt und da hat mich irgendeiner von euch gefragt gehabt, ob ich
Jurassic World schon geguckt habe, den neuen, ne? Und habe ich noch schnell das Kommentar gelesen und hab's Handy wieder ausgemacht, bin ins Auto eingestiegen, steig ins Auto ein, mach das Auto an, Radio geht an, Jurassic Park Soundtrack läuft. Hä? Also solche Sachen finde ich immer total kurios. Das ist sie. Boah. Ja. Sicher? Ja. Das Universum war wirklich gegen sie, hm? Absolut interessant, Hein. Passiert mir tatsächlich sehr oft. Sie hat nichts dabei. Dina. Hm? Das sind sie alle. Nein, warte. Das ist bei Jackson. Schau mal, wie beschissen sie lächeln. Oh Gott. Das ist sie. Die hat ihn umgebracht. Erledigt, ja? Reihe erledigt. 6, hier ist 2, bitte melden. Begleitet Einheit India zum TV-Sender. Wiederhole, begleitet Scheiße. Einheit India. Ja, Over. Wir sollten hier weg. Wie geht's dir? Ich ärgere mich, wenn ich mit dir reden konnte. Hunderte Meilen gereist, um ihn zu foltern. Ist mir egal, ob sie die Keule gehalten hat. Willst du dich irgendwo verkriechen? Leas Zeug durchgehen? Mann, jetzt höre ich gar nicht, was sie labert. Warum kommt sie denn nicht hier mit? Das war so schlecht. Das war so schlecht, Mann. Ich wollte die kriegen, wenn die da rauslaufen. Jo, genau da. Warum zielt sie denn so komisch? Wow, aua! Sehr gut, Dina. Oh.
jemand? Er hat es mit dem Molotow so gezogen, wie ich eigentlich wollte. Der Marco schreibt, mysteriöser finde ich, dass man manchmal von Personen träumt, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Und am nächsten Tag, ja, das ist auch schon krass. Hallo Niklas. Ja, tatsächlich finde ich viel krasser, dass Sachen, die du gerade erwähnst oder so, dass das auf einmal kommt. Ganz oft mit Musik oder Sachen, die du siehst oder... Du sprichst über irgendwas und auf einmal kommt das. Das ist manchmal echt komisch. Oh. Fuck. Ellie, na los! Da sind sie, wir haben sie! Ellie, durch das Fenster hier! Von hinten zuschlagen! Na los! Ich wollte gerade sagen, hoffentlich ist Dina drin. Weiter. Wir müssen da rein. Sporen voraus. Masken. Okay. Ach so, sie weiß es ja immer noch nicht. Stimmt ja. Ich weiß nicht, jedes Mal wieder, wenn ich das Game sehe, denke ich, wie beeindruckend das ist, wie weit wir im Gaming gekommen sind. Und wie beeindruckend das ist, dass es noch Last Generation ist. Und was die aus der Technik rausholen und dass das nicht 4K ist und trotzdem so Hammer aussieht. Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, da geht's durch. Ich dachte, sie hätten uns. Ich weiß. Das Lustige ist, ich kann mich noch genau erinnern, als wir das Game das erste Mal zusammen durchgespielt haben, The Last of Us 2, dass ich noch gesagt habe, wie geil wäre es denn, wenn The Last of Us 1 nochmal auf dem Niveau rauskommen würde und es tatsächlich passiert. Da sind wir wieder bei sowas. Aber das ist eher ein anderes Ausmaß. Oh, geil! Daran kann ich mich auch noch erinnern. Jetzt gibt es wieder Ambilight des Todes. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Warum kommst du denn zu mir? Sagen, habt ihr nett ein bisschen gegen was anderes zu kämpfen hier jetzt halten? Ich
finde, dieses Element hätte es viel öfters geben müssen, dass ich Klicker gegen Menschen aufbringen kann. Wir sollten nicht so lange hier bleiben. Was bin heute mit Part 2 fertig worden? Hätte am liebsten direkt Part 3 reingeschmissen, ja. Ist echt so, oder? Kann man echt nicht genug bekommen von dieser Welt, obwohl die so schrecklich ist. Boah, das sieht so heftig aus, oder? Boah. Halt auch. Ist okay. Ja. Eigentlich. Danke. Baby. Ich bin so müde. Lass uns hier verschwinden. Eigentlich müsste sich das Klicker-Problem ja auch irgendwann von selbst auflösen. Weil, wie wir ja rausgefunden haben, die Klicker, die zu lange infiziert werden, die werden dann zu solchen, ja, Sporennestern mehr oder weniger. Was bedeutet, dass die irgendwann alle zu so Spornnester werden. Problem ist nur, es infizieren sich halt auch wieder neue. Ne? Aber ansonsten erledigt sich das Problem tatsächlich ein Stück weit von selbst. Ach, der Weg ist versperrt. Der Weg ist versperrt. Vielleicht hier noch. Jules. Wie sie uns genannt haben? Scars. Ich frag mich, wer all die Wandbilder gemalt hat. Und die Wolves ausgeweidet hat. Wahrscheinlich die Scars. Totale Psyche. Scheiße. Oh, was geht ab?
Mal gucken, ob es hier was gibt. Natürlich war der extra Weg wie immer umsonst. Scheiße! Wow, ey. Hast du jemals sowas gesehen? Bloater haben Säuresporen. Aber das klang nicht wie ein Bloater. Oh Gott, was irgendwas mit Säure. Ich weiß es gar nicht mehr. Was kann. Was war denn das? Oh ja. Dann machen wir gleich mal lieber Vorrat. Wie sieht es eigentlich pillentechnisch aus hier? Wir können das letzte machen. Okay. Ja, so werden die immer. Können wir gleich modifizieren. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Teile habe. Nee. Nee. Noch eine Leiter. Okay. Wie kommen wir dahin? Das sollte gehen. Schwing. Die Leiter ist kaputt. Verdammt. Okay. Ah, da war ja auch noch eine Tür. Die habe ich lieber sehen. Okay, haben wir alles? Jo. Oh. Was ist denn das, was für Geräusche macht? Ich hab dich! Ein Bloater, oder? Ja. Boah. Ich wusste doch, es gab noch irgendwas, was explodiert. Scheiße. Aber das war im zweiten Teil. Okay. Gott, natürlich muss ich so eins jetzt platt machen, ne? Fuck. Und nicht nur eins. Das war nicht gut, dass ich das gerade da platziert habe. Wow, ich bin am Arsch. Jo. Fuck. Das war nicht gut. Ich dachte, er geht gerade weg, aber er hat mich gehört. Scheiße. Fucking shit. Yo.
Wow. Okay. Okay. Oh, oh, Scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein, alles okay. Chambler? Jo, das, so Michael, das war mein Boss. Ja, woher kommen jetzt wieder Chambler? Die sind echt übel und die überleben Sprengfallen. Was ich absolut uncool finde. Boah, dieses rote Licht sieht so geil aus. Hier im MB Light. Oh, sieh dir die Verätzungen an. Nein, lieber nicht. Okay, können wir eigentlich wieder was bauen? Bämmchen sind zwei Stück drin. Molotow kriegen wir auch wieder hin, okay. War also halb so schlimm munitionstechnisch. Mal sehen, wohin uns das führt. Lass dir Zeit. Fast geschafft. Okay. Sieht okay aus, soweit ich das sehe. Gut. Chambler? Als wären die anderen nicht schlimm genug. So ist wohl die Natur. Tja, dann ist die Natur ein Arschloch. Allerdings. Okay, gehen wir doch erstmal gucken. Der Rattenkönig dann, okay. Heißt er so? Okay, das wäre in Resident Evil jetzt ein Teil von einem Rätsel gewesen. Okay. Shit. Wir haben hier auch einen Teil von einem Rätsel. Niklas, weißt du zufällig noch die Kombination? Wahrscheinlich ist es schneller, wenn ich es jetzt wieder hier irgendwo habe. Ja, okay. Hast du schon wieder den Code vergessen? Hol mir eine Limo
Und der Code gehört dir. Okay. Automat. Hä? Nicht jeder Automat? Einer von den Automaten. Eins, fünf, zwei, vier, drei, danke. Ja. Wie hast du das gemacht? Na geh. Allerdings. Danke, Niklas. Hast mir Zeit gespart. Ja, hat sich gelohnt. Da ist doch die Soda. Nicht wahr? Alles klar. Okay. Wir müssen wohl hier runter. Oh, Chambler. Scheiße. Chambler. Wir packen das. Wer hat mich gesehen? Der Chambler, oder? Du kleiner Pisser. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Geh doch weg! Okay, alles klar. Vielleicht sollte ich nicht in der Ecke bleiben. Bad idea. Gott, wer sieht mich denn? Vorsicht! Oh, alles klar, das sieht mich einfach wieder. Los, Mina! Oh.
Okay. Ich wäre dann soweit, hier abzuhauen. Ich auch. Okay, da geht's durch, aber wir wollen erstmal alles mitnehmen. Ich glaube, das dürfte es gewesen sein. So. Ob es irgendein Zombie-Game gibt, wo du nicht mindestens einmal in die U-Bahn gehst? Oder ein Film oder eine Serie? Was zur Hölle war hier los? Danke, Sherlock. Ich habe vor kurzem auch wieder World War Z gesehen. Wie schade, dass es da keinen zweiten Teil davon gab. Sollte David Fincher ja machen. So ein geiler Teil. So ein geiler Film. Als Brad Pitt an dem Zombie so vorbeischleicht, so ganz nah am Gesicht, kriegt jedes Mal einen halben Herzinfarkt. Hammerfilm. Oh nein. Ich frage mich, wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Auch erst letzte Woche gesehen, herrlich. Sehr nice, der Film. Hey, lass dich mal her. Hey, ich helfe dir da hoch. Ja. Ey, wir haben erst 10 Uhr abends, kommt mir vor wie 5 Uhr morgens. Was ist das? Okay, auf geht's. Schon fast geschafft. Du wartest mal, bis ich hier. Ne? Erstmal alles erkundet hab. Oh mein Gott. Oh fuck. Oh,
Ach, jetzt ist die Maske kaputt. Ellie, deine Maske! Hier, wir können meine Nein, nein, nein! Die sind nicht Ellie, hör auf! Ellie, stopp! Was? Nein! Ellie, nein! Stopp! Ich bin nicht infiziert. Ich bin immun. Ich huste nicht, siehst du? Fuck. Dina? Shit. Kannst du laufen? Ja. Ja. Dann ich zieh weg. Los! Oh mein Gott, ich hab gar nicht aufgepasst. Lauf, Dina! Ellie? Oh mein Gott, nein! Oh, ich hab nicht aufgepasst, ich hab auf den Chat geguckt gerade, ich Idiot. Ah, okay. Und ich zieh weg. Los! Alles klar. Alles klar. Und ich zieh weg. Los! Lauf, Dina! Ellie? Ich bin hier! Nicht weg, Mama, Mama! Oh. Verpiss dich! Verpiss dich! Hier lang! Schnell! Fuck! Nach rechts! Komm schon! Wow! Oh. Beim Primo. Hey. Wir können uns im Theater da ausruhen. Das klingt absolut traumhaft. Gucke ich mindestens ein, zwei Mal im Jahr. Ja, das ist der Hammer. 28 Weeks Later ist tatsächlich auch mega. Fast geschafft. Das ist für mich auch das Beste, was das Zombie-Genre zu bieten hat. Diese schlurfenden Zombies sind einfach gehirnamputiert. Geht's? Aber bei 28 Days Later kriegst du so Paranoia. Okay, sieht gut aus. Na komm. Wie geil die gebastelte Stange aussieht. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Sie ist schwanger. Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporen eingeatmet. Du weißt doch. Aber mach mal, du fährst sehr leiser. Ich höre alles doppelt und die Antwort darauf ist: immun? Zieh aus. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Die Verletzung. Maria und Tommy. Und Joe sind die einzigen, die es wissen. Guckt euch mal ihre Kleidung an, wie unfassbar das aussieht, bitte. Husten. Und jetzt du. Ja, Hein, das Spiel ist halt einfach nur so ein Multiplayer-Game. Ne? Es macht Spaß, aber nichts Besonderes. Ich kann dich auch nicht immun machen.
glaube, ich bin schwanger. Was? Keine Sorge, es ist nicht deins. Das wäre auch komisch. Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Boah, wie assi war das denn? Ich schau nach, ob sie sicher ist. Das ist mega, Niklas, ja. Besonders für die PlayStation 5 jetzt mit dem Patch. Ruhe dich aus. Das Game versucht bewusst einen auf The Last of Us zu machen, schafft das aber, also storytechnisch auch, schafft das aber nicht ansatzweise. Was nicht schlimm ist, ist trotzdem noch gut. Die Notiz ist alt. Trotzdem, vor allen Dingen ist lieber vorsichtig. Das ist auch ein geiles Versteck hier eigentlich so. Wenn man sich gut verbarrikadiert. Allerdings weißt du bei solchen riesen Räumlichkeiten nie, wo es noch weitere Eingänge gibt. Irgendwie Keller, Luftschächte. Das ist immer sehr gefährlich. Diesmal hat sich der extra Weg gelohnt. Ohne Scheiß, wenn ich so viel Kohle hätte wie Jeff Bezos oder so, ich würde mir einfach so ein richtig geiles, riesengroßes Kino bauen, wo die Leute auch ganz normal Filme gucken. Aber würde erstmal so riesengroße Sessel für jeden machen, dass das so ein richtig geiles, gemütliches Kino wird. Und dann, ganz, ganz wichtig, ich würde das so wie diese Oldschool-Kinos machen, die man sieht, wo man so einen Platzanweiser hat und ne, alles so ein bisschen mehr classy macht. Ah, dann würde ich ein Dine-In-Kino machen, wo du ganz gemütlich essen kannst während des Films. Was tatsächlich, wo ich schon war, wo ich von Anfang an dachte, oder wo ich anfangs dachte, wow, das ist aber sehr störend. Und das war es einfach überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber die Mitarbeiter hatten eine Ninja-Ausbildung. Du hast die kaum mitgekriegt. Na klar. Shit. Endlich mal wieder ein Generator. Das ist wohl kein besonders guter Elektriker.
Lass mal den Probi ran. Geschafft. Absolut gutes Zeichen, wenn es so funkt. Oh, was war hier? Keine. Was ist das? Okay. Dina macht Hayabubu. Geil, nur so scheiß Sitze, aber sonst. Tja. Nein. Du würdest es lieben, hier einen Film zu gucken. Aha. Jo, richtig. Richtig, Michael. Krass. Oh, gruselig. Niemals. Wieder Joels Lied. Ich weiß, wo wir jetzt sind. Das klingt doch allmählich nach was. Ich bin schlecht. Nein. Die muss erst mal Hornhaut wachsen, das ist alles. Ja. Okay, na los. Was ist das? Ja. Oh, shit. Ich rate jetzt mal. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Ist es ein Dinosaurier? Hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Ach,
Okay. Ist es ein Elefant? Ist es... Mehr gehen, weniger reden. Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Diese Penner. Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht... Ach, die kann ja schwimmen. Trinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Willst schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Sie kann schwimmen. Wann hat ich ihr Schwimmen beigebracht? Denk dran, nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Ellie, oh, komm her. Schubst ihn. Siehst du, da drüben, schau. Ja, ich sehe es. Ja? Sieht aus wie... Ja. Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Hey, sie macht sogar eine Arschbombe. Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das. Ein Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Bringst du mich hin? Tauch doch bitte. Oh. Ist es ein neues Paar Turnschuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Okay. Ach, scheiße. Genug geraten. Oh, gut. Aber ist es eine riesige Comic-Heft-Sammlung? Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Es ist ja. Ein Dinosaurier. Ach, du Scheiße, Joe. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Joel! Überraschung. Ach, du Scheiße. Es ist ein gottverdammter Dinosaurier. Was hast du vor? Ellie, sei vorsichtig. Ich klettere auf einen Saurier. Ja, das sehe ich. Aber brich dir nicht den Hals, wenn du runterfällst. Sieh mich an! Ich bin auf einem Riesensaurier! Oh, was tust du da? Nicht springen! Kletter einfach runter! Natürlich springe ich. Hey, hey, hey! Hast du das gesehen? Ja, habe ich. Oh, war das nicht super? Super, dass du dir nichts gebrochen hast. Das war super.
was ist das? Ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Okay. Schon gut. Diese ruhigen Momente sind das Tollste an dem Game, finde ich. Das Gameplay, das Geballer ist alles sehr nice, aber das hier ist das Wahre. Wenn du denkst, ne? Du fühlst die beiden und. Hast du oft den Museen? Ja. Ja, Sarah liebt Museen. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas. Oh, guck mal, Giraffen-Flashback. Guck mal, ihr Gesicht. Es gibt hier eigentlich ganz viel anzugucken und zu lesen und so, aber das habe ich beim ersten Mal schon gemacht. Sie macht sich einen Zopf. Wir gehen direkt dahin. Wo es wichtig ist, wo wir jetzt hinkommen. Hast du das etwa gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Oh. Sei bloß still. Oh, guck mal hier, Leute. Oh Mann. Wow. Nicht so schnell, junge Dame. Wenn du ins Weltall willst, brauchst du einen Helm. Oh, klar. Wie dumm von mir. So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Nach dir. Oh Mann, das ist so toll. Vorsicht. Wow. Was zum Teufel? Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Ja, Niklas, das glaube ich auch. Ja. Die Augen. Du wirst es mögen. Okay. Thank you.
Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Na, was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja. Oh, herzzerreißend, ey. Das wäre ein gutes verstecktes Teil, gell? Hey. Willkommen auf der Erde. Das habe ich tatsächlich, das Abzeichen. Ja, absolut, Benny. Die Musik dazu scheppert einen absolut. Geht's hier gar nicht lang? Kommst du, Großer, oder? Vorne ist noch mehr Museumszeug. In dem Gebäude war ich noch nie. Dann los! Und wie genau willst du da hinkommen? Ja! Komm hier runter! Nein! Hey, wer hat heute Geburtstag? Hör endlich auf damit! Na, dann spring doch mal rein! Wir müssen noch mehr erkunden! Geronimo! Toll. Hey, heb mich da rein. Also, ich weiß nicht. Ich mach die Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. Okay. Jo. Und hoch. Das mit Tür aufmachen wird wohl nichts. Okay, schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ich gehe außen rum. Okay, sei vorsichtig. Und du auch. Hier gibt's Dinosaurier! Oh, alles Gute, Kumpel. Sehr geil. Was ein geiles Display. Mich würde interessieren, ob das echte Museum wirklich auch diese Displays hat. Der brauchte eine Umarmung. I killed for them. Okay, krass. Es ist dunkel hier. Ey, jetzt kommen hier nicht noch Klicker, oder? Das wusste ich gar nicht mehr. Komm raus, Arschloch.
Oh, hoffentlich sind das nicht diese Lurker-Wichser. Dämliche Fake-Viecher. Oh mein Gott. Boah, was habe ich mich erschrocken. Shit. Ellie? Ich bin hier. Dass sie genau auf das Wort Lügner starrt, ist natürlich auch. Was war das denn? Nur irgendein Tier. Oh. Mit Firefly-Symbol. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Na komm. Halt auch echt so, ne? Ohne die gute Musik wäre das Spiel auch nur halb so gut. Richtig gute Idee, da zu schlafen. Sehr gut, lecker. Hey. Na, wie scharf findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen. Er wird vermisst. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Das hilft. Hör mal. Letzte Nacht, das... Das war dumm. Alle verfügbaren Einheiten melden. Over. Hier Standort 13. Einheit Lima in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ. Keine Stars. Männliche Eindringlinge. Bewaffnet. Männliche Eindringlinge? Tommy. Wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist. Und hier drüben die 12.
müsste es irgendwo hier sein. Hillcrest. Ihr Tattoo sieht schon nice aus, ne? Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja. Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. Gott, Hunde. Okay, Hillcrest. Bin ich ja richtig? Definitiv richtig. Das muss Tommy sein. Scheiße. Was ist denn eigentlich mit dem Bogen? Habe ich den übersehen oder? Aha, wenn man vom Teufel spricht. Bitte, der muss dann auch hier jetzt irgendwo sein, oder? Das ist nicht schlecht. Ich will noch nichts leveln, erst wenn ich einen Bogen habe. Was war da?
Okay, hier war ich halt schon mal, oder? Wie komme ich da hoch? Scheiße! So viele von diesen Arschlöchern. Halt durch, Tommy. Okay, so kam ich da hinten ran. Okay. Hä? Das ist doch scheiße. Wie komme ich da rein? Hier irgendwo? Ah. Oh, eklig. Wir halten die Stellung, bis wir was hören. Halt die Augen auf, falls er hier langkommt. Da ist was. Scheiße. Glaubst du, der hat was mit dem Mädchen aus der Schule zu tun? Das wäre ein älterer Zufall, wenn nicht. Ich hasse diese kleinen Gruppen. Große Gruppen kämpfen. Diese Einzelgänger verstecken sich nur. Verdammt! Das war dasselbe wie das letzte Mal, Micha, mit dem Hund.
hier drüben ist nichts. Halt! Hinterhalt! Das kam von da drüben! Oh, war das knapp. Das habe ich nicht so gut gemacht, ey. Okay. Pumpenmuni schadet definitiv nicht. War ich hier schon im Seafood? Nee. Apropos Seafood, ich liebe Krabben und sowas. Oh, geil. Tintenfisch, Krabben, Hammer. Hier war doch irgendwo ein Container, den man schieben kann oder so, glaube ich, oder? Jo. Ja, Michael, oder frische Muscheln, geil. Hat das wer gehört? Absolutes Träumchen. Keine Ahnung hast du, Benny, keine Ahnung. Hat geklappt. Aber davon abgesehen, Kalamari sind sehr geil.
Oh, was denn das für Sound? Na toll. Scheiß Chandler, was weiß ich denn? Bevor wir da rausgehen, gehen wir aber ganz sicher erstmal gucken, was in den anderen Räumen noch gab. Ein echter Tattoo-Laden. Der Schubladen in diesem Game sind leer. Jetzt ist hier natürlich was drin, ist ja klar, weil ich das gesagt habe. Hier hinten ist doch das mit dem Schuppen jetzt, ne? Wo voll ist mit Zombies. Ist das hier? Ja, da ist es. Da ist es. Irgendwie in Erinnerung, dass da auch Klicker und so drin sind. Habe ich mal eine schöne Bombe gegen die Pfeifen hier verwandt, aber naja. Oh, Benny, wenn du so nett wärst. Sieht aus, als wären sie hier Jahre gewesen. Boah. Wow. Und da kann sie einfach atmen, ey. Ich weiß, das war hier in dem Raum der Pin. Ich glaube auf dem Foto oder so irgendwas. Ich weiß es gar nicht mehr. War hier was? Nee. Benny oder Niklas, wenn ihr den Pin hättet, wäre super nice. Ansonsten mache ich Google schnell an. Dann muss ich nur bei mir hier die Kommentare immer ausmachen. Oh, fuck, wollte ich doch gar nicht. Da kann ich eigentlich einen Shortcut sagen. Schalldämpfer ist doch auch drin. Na gut, dann werde ich wohl mal gucken müssen. 30, 82, 65. Danke, Benny. Ich wollte gerade ausmachen. 30, 82, 65. Thank you. Sehr schön. Jawohl. Okay.
Perfekt. Thank you. Wie sieht es eigentlich spielmäßig aus? 141. Lecco mio. Da warten wir aber auf das letzte Trainingsbuch. Bevor wir da noch was machen. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Yeah, Bogen incoming. Wow, was war das? Oh, shit. Sei am Leben, Tommy. Oh, fuck. Okay. Weber Grill ist am Start. Cool ist da. Knirscht hier so scheiße. Oh mein Gott. Jetzt reicht aber. Ey! Jetzt muss ich doch verarschen, Mann! Jetzt musste ich diesen einen Schuss in der Pumpe nachladen. Verfickte Kacke. Nee. Das ist doch der Wahnsinn, ne? Kannst du keinem erzählen. Kannst du keinem erzählen. Oh. Da ist der Bogen. Meine Fresse, ey. Das wird gehen. Sehr gut. Endlich, da habe ich so lange drauf gewartet auf den Bogen. Ah. So kann man Puppen auch nutzen. Ja, ich will aber nicht. Ich weiß es. Mal sehen. Ja, wow. Okay. Geh mir nicht auf den Sack.
Okay. Wir können Pfeile machen, okay. Ich wusste gar nicht, dass man Pfeile herstellen kann. Das habe ich total vergessen. Hey, hier ist noch ein Eindringling. Ein Mädchen. War sie hier? Nein, aber dieser Kerl ist hier irgendwo. Oh, Scheiße. Wir suchen zwei. Wo kommt sie? Oh, der Hund, ey. Reflexe waren ja geisteskrank. Wer hat mich gesehen? Okay. Wo ist sie? Ah, da oben. Oh, fuck. Ist sie das? Ich bin dran. Oh, gut, 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 gut. Boah, ist das spannend, ey. Oh Gott. Oh Gott! Fucking shit!
Gleich hier! Wow! Wow, Hund und Typ umgelegt. Boah, schrecklich, ey. Hätte ich mich hier echt unter dem Bett verstecken können, krass. Metal Gear Solid Style. Okay, da kann ich nicht drauf. Oh, wir haben immer noch Gesellschaft. Oh, fuck. Oh, komm! Oh, verpiss dich! Ich bin tot. Ich würde mal sagen, Guckuck. Boah, der Revolver verzieht, das ist ja Wahnsinn. Den muss ich unbedingt pimpen. Ab jetzt erst Raum betreten nach Waffenkontrolle, aber echt. Ich glaube tatsächlich, das war auch gerade eben so mit meine Lieblingsstelle im Game. Das eine, die ist mir vom ersten Mal durchspielen noch absolut im Kopf geblieben. Durch dieses absolut geile Gunplay hier, wo du selbst entscheiden kannst, ob aggressiv oder doch ein bisschen langsamer.
Mann, diese scheiß Hunde. Ich dachte, ich hätte irgendein Laufen gehört. Meine Fresse, ey. Warum bleibt der nicht lang genug gestunt? Okay. Ich dachte, die Schüsse halten sie ein bisschen länger davon ab zu reagieren, aber kann ich echt kein Medipack, das ist richtig scheiße. Warum wackelt die denn auf einmal so krass? Oh nein, das ist das. Warum hat sie denn so heftig gewackelt jetzt? Weil die verletzt ist oder was? Fuck, ey. Reichet sie aus! Los, los, los! Los, greif seitlich an! Gut! Amir! Nicht bewegen! Mann, der Pisser ist immer noch in dem Raum nebendran. Willst du mich eigentlich verarschen? Oh. Jetzt reicht's aber auch. Jetzt regel ich das. Dann machen wir hier nichts mit. Hier. Wenn du mich reizen wollt, ihr Wichser, dann lass mal hier Action machen, bitte. Reizt mich nur. Wen wollt ihr ausräuchern nochmal? Ich habe das nicht ganz verstanden, was ihr wolltet. Ich wollte erst einen auf Soft machen hier, aber
Jetzt ist Ende. So kann ich eigentlich Pfeile machen wieder, ja. Gut. Hier ist ein Eindringling! Hilfe! Was zur Hölle machst du hier? Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Jesse? Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. 70 Euro Speditionskosten, echt? Boah, heftig. Scheiße, das sind echt viele. Es werden bestimmt auch 2 Pakete sein. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Okay. Bereit? Ja. Born ready. Bitte sei vorsichtig. Okay, wonach suchen wir überhaupt? Eindringling. Ich hab den Linken. Der Scheiß wieder. Wir brauchen mehr Leute bei den Mauern. Bin ganz bei dir. Ah, das ist sie! Am Zaun! Wow. Oh, verflucht nochmal! Hey. Ellie! Hab die Schlüssel! Weg hier! Abzug! Okay. Gibt euch das mal. Hey.
natürlich war das das Letzte. Oh nein, ich sehe nichts mehr. Boah, hat mich die Szene gerade abgefuckt. Ganz, ganz komisch. Links, rechts, das Ding gewackelt. Ich hab das doch abgegradet, dieses Stabiler. Oder muss ich das für jede Waffe machen? Dina! Hey. Oh mein Gott. Jess. Hey, Dina. Oh. Hey, alles okay? Ich brauche nur eine Portion Schlaf. Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Ja, er weiß nur nicht, dass er Papi wird. Bist du an Maria vorbei? Hab mich rausgeschlichen. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Das ist ein guter Freund. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, setz dich doch. Ne? So sieht mein Arbeitsalltag im das musst du nicht machen. Geldtransport aus. Ja. Kannst du dir vorstellen? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Ja, für sie ist das jetzt natürlich schwer, ne? Weil es ist Ex-Freund und. Kann ich mir das denken und alles ist vergessen? Ich weiß, ich will eine Entschuldigung. Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. So, Leute, ich werde an diesem Punkt jetzt hier Feierabend machen. Vielleicht mache ich jetzt morgen oder übermorgen nochmal an. Mal gucken. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Und wir hören uns dann bei dem nächsten Livestream oder bei dem nächsten was auch immer. Bis dann. Peace.